Es ist halt schon so, das Studio ist halt leider noch nicht ganz fertig. Und ich sage es mal so, die Redaktion merkt das auch. Vielleicht auch ein bisschen auf eine unangenehme Art und Weise. Man hört nicht auf Tabu. Mein Name ist David Meury, ich bin Redaktor und Produzent von der neuen SRF-Show Studio 404, der Nachfolgesendung von 2 am Morgen. Was in der ersten Studiosendung passiert, weiss ich nur zum Teil. Ich sitze das mal vor der Kamera. Ich denke, ich ziehe mich festlich an, jetzt erste Sendung und so, Studio einweihen. Was ich weiss, ist, was bei mir passiert. Ich habe etwas vorbereitet. Oh nein! Was denn? Und zwar habe ich mir das Thema E-Wakes-Party überlegt. Das heisst, ich schmeiße hier in dem Studio eine kleine E-Wakes-Party. Wir haben ja eigentlich heute auch Studiotaufe. Das Problem ist halt einfach, ich habe in meinem Leben noch nie eine geschmissen. Das ist das Erbärmlichste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe jetzt einfach nach bestem Wissen und Gewissen Sachen zusammen organisiert, ein kleines Apéro gemacht. Was ist das da? Sirup? Entschuldigung. Ein paar Gäste eingeladen, die hier mitfeiern. Ich hoffe, es gefällt der Redaktion. Das ist bis jetzt die kompetenteste Person, die im Studio war. Wirklich, das Beste war bis jetzt. Was ich nicht weiss, ist das, was ich auf den Prompter gespielt bekomme. Die zwei extrem gut aussehenden, gescheiden und lustigen Menschen haben für mich eine Show geschrieben über die News der Woche. Das weiss die Redaktion. Also, euch ist schon klar, dass es den Leuten klar ist, dass ihr das geschrieben habt. Und ich bin ziemlich nervös, weil ich bin mir fast sicher, dass ich nicht nur das erzähle, was ich will. Danke vielmals. Merci. Ja. Wer wenn die Donnerstagssendung moderiert, das entscheiden wir im Moment nach dem Zufallsprinzip. Wir haben eine tolle Losmaschine gebastelt. Los! Checkst wegen los. Und wer gezogen wird, muss moderieren. Und der eine oder andere fürchtet sich recht vor dem Moment. Oh. Ja. Der Joso! Bravo! Geil!